Nehmen das Wahnsinn Regenbogen zum ersten Mal oder ist man Teil oder war das Wahnsinn im Westen? Nein, wir sind zum zweiten Mal dabei, waren wir voriges Jahr auch dabei und das gute Zusammenarbeit mit dem Netzwerk und KP Courage und so weiter, da haben wir gesagt, es ist eine wunderschöne Sache, wir werden auch beteiligen dieses Mal und wenn sollte das weitergehen, nächstes Jahr machen wir natürlich auch mit. Ja, die Ausstellung von heute zeigt also insgesamt 24 Arbeiten. Große schwarz-weiß-formatische Arbeiten von Andrea Wolf. Ich wünsche der Ausstellung viel Erfolg. Ich denke, den wird sie haben, bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche diesem Projekt eine Fortsetzung, wann auch immer. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht auch nochmal zusammenarbeiten, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, hallo, ich bin Kerstin Klein, ich bin die Leiterin der Stadtbibliothek hier in Tölpen. Und wir haben uns an dem Projekt Interkulturelle Woche in Tölpen gerne beteiligt, hatten eine Mädchenrallye ausgearbeitet für Kinder, wo sie sich im Prinzip Informationen zusammensuchen können oder Informationen kriegen können über Kinder der Welt, wie Kinder leben, was sie spielen, was in den einzelnen Ländern so los ist. Okay. Haben Sie letztes Jahr schon an der Pressemann teilgenommen als Stadtbibliothek oder ist es dieses Jahr das erste Mal? Nein, das ist dieses Jahr das zweite Mal. Wir haben im letzten Jahr auch schon teilgenommen. Dort hatten wir ein märchenhaftes kleine Märchenveranstaltung und für die Kinder eine Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher und durch die Bibliothek. Und für die Zukunft gibt es da weiter eine Zusammenarbeit mit der Netzwerkstelle, die ja explizit die Prisma veranstaltet und Treibhaus e.V. Also könnte ich vorstellen, was? Wenn das gewünscht ist, machen wir das gerne. Also wir sind gerade im Sinne, unsere Hauptaufgabe ist ja Leseförderung, Förderung von Medienkompetenz und Lesekompetenz und im Sinne der dieser Angelegenheit sind wir zu fast jeder schon dort bereit. Okay. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, mein Name ist Katrin Hüsslinger. Ich bin Bibliothekarin in Lichtenstein, das liegt zwischen Zwickau und Chemnitz. Ja. Ja. Die Schreibgeber von mir war Ihren Vater zu finden. Also ich hatte eigentlich immer die Hoffnung, habe aber ehrlich gesagt nie daran geglaubt, dass ich ihn finden würde. Und wie schnell das dann ging, also da war ich dann selber überrascht und sehe das dann immer noch als ein Wunder an. Und ich wünsche Ihnen und uns einen interessanten Abend. Ja, und liebe Gerhard, das war's. Dankeschön. Ich möchte also dieses Buch vorstellen, Bagdad Google, Untertitel Eine Vatersuche im Irak. Ja, es geht also darum, dass ich meinen Vater gesucht habe in einem Land, wo es vielleicht nicht so gewöhnlich ist, jemanden zu suchen und nicht so leicht. Ja, und dass ich dann doch meinen Vater gefunden habe, ist wirklich ein riesengroßes Glück gewesen und auch wirklich ein Zufall nach dem anderen, die auch hier alle in dem Buch beschrieben sind. Und
am allermeisten verdanke ich das, dass ich ihn gefunden habe in diesem Journalisten, der dieses Buch geschrieben hat. Der Oswald Eaton, ist hier hinten auch ein kleines Bild drin, ist ein Name, den Kriegsausgang vorweg. Kriegsaussichten können gut für die Geschäfte sein, selbst im anzugreifenden Land, das in die Brüche zu gehen droht. Und Flo Frido ist jetzt 7 Jahre lang, hat er euch Theaterberufe vorgestellt, vielleicht war von euch ja schon mal jemand beim Flo und hat das erlebt. Und jetzt hat Frido und ich, wir haben so gedacht, in der Theaterberufe, wir kennen ja jetzt schon mal. Und wir wollen jetzt gemeinsam mit euch nämlich die Welt der Märchen entdecken und wollen in die Länder der Märchen reisen, gemeinsam vielleicht auch mal ein Spiel oder ein Lied dort kennenlernen. Vor allen Dingen auch ein Märchen aus einem verschiedenen Ländern. Ich setze mich mal ein bisschen zu euch. Und es wäre eigentlich schöner, wenn wir euch alle auf den Teppich setzen. Weil im Orient sitzen eigentlich alle Fische immer auf dem Teppich. Also die Großen. Mit ihnen habe ich Mitleid. Sie haben es auch schon ein bisschen mitgegeben. Und Katrin? Ich bin mit euch. Bei uns in Deutschland fangen die meisten Märchen immer mit demselben Satz an. Wisst ihr, mit welchem Satz die Märchen begleitet? Sag mal. Es war einmal. Meistens fangen die Märchen an mit Es war einmal. Die Märchen von den Brüdern Grimm und die meisten deutschen Märchen. Und es gibt auch so einen Satz, mit dem viele Märchen aufhören. Den kennen die meisten aber nicht gleich. Weiß jemand einen Satz, mit dem die meisten Märchen aufhören? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Na, das ist aber schön. Im Orient ist es genauso. Da erzählen sich die erwachsenen Leute die Märchen gegenseitig und dabei verändern sich die Märchen ein bisschen. Deswegen will ich heute auch nicht, wie das bei uns meistens zu Hause zugeht, aus einem Buch vorlesen, ein Märchen, sondern ich will versuchen, es so zu erzählen, wie es mir in dem Moment einfällt. Denn so machen das die orientalischen Märchenerzähler. Damit sie sich nicht fürchten beim Erzählen, haben die orientalischen Märchenerzähler oft ein besonderes Kostüm an. Und da hat mir doch der, der das Märchen zuletzt erzählt hat, nämlich Al-Hamdan, der hat mir doch auch noch ein Kostüm gegeben. Könnt ihr euch den Namen schon merken? Al-Hamdan? Sag mal Al-Hamdan. Al-Hamdan mit 3 A's. Der Märchenerzähler aus Syrien heißt Al-Hamdan und der hat mir ein Gewand gegeben. Gibst du es mir mal? Dazu muss ich dieses typisch paar Schöbel, Jäckchen mal ausziehen, ne? Das ist die Kaftan. Die hat ganz weite Ärmel. Hier so unter den Ärmeln, da passen ganz viele Worte drunter. Manchmal auch Lieder oder Musik. Dann kann man so um sich rumwickeln, als ob man das ganze Märchen schon bei sich hat. Ne? Okay, das ist ein Kaftan von Al-Hamdan. Das sind schon 5 A's. Ein Kaftan von Al-Hamdan. In dem Kaftan von Al-Hamdan erzähle ich euch jetzt ein Märchen, in dem auch Aas drin vorkommen. Das Märchen vom Aladdin. Das Märchen vom Aladdin spielt in einer Stadt, die ist ganz weit weg von hier. Ganz weit weg von hier. Hört erstmal ein bisschen, wie diese Stadt so klingt. Orientalische Stadt. Da meint man, die Füße der Kamele zu hören, die sich durch die Wüste bewegen, die auf ihren Rücken schwere Lasten tragen, wo bunt gekleidete Reiter mitten zwischen den beiden Rennen sind. In einer solchen großen orientalischen Stadt, die mitten in einer Wüste lag, wohnte Aladdin. Aladdin war der Sohn von armen Leuten. Als er noch ein kleiner Junge war, war sein Vater gestorben und seine Mutter lebte mit ihm allein. Sie hatten oft nicht einmal Geld, um sich was zu essen zu kaufen. Deswegen musste Aladdin schon frühzeitig zu Hause helfen, beim Kochen, beim Abwaschen, beim Wasser holen. Und eines Tages, als er gerade Wasser holen ging,
begegnete ihm ein fremder Mann.